herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. In diesem Podcast geht es wirklich um ein Thema, was, glaube ich, fast jedem Menschen passiert, der sich mal auf einen Narzissten eingelassen hat. Die Situation ist wie folgt. Ihr wart eine Zeit lang zusammen, ihr hattet vielleicht schon ständig On- und Off-Beziehungen und irgendwann war es dann klar, die Beziehung wird nicht weiter fortgeführt und ihr trennt euch. Wer sich da trennt, ist gerade egal, ob das du bist oder der narzisstische Partner, ganz egal. Fakt ist aber, dass nach einiger Zeit ihr euch wieder trefft. Und das, jetzt kommt es zum Gipfel, kann sogar sein, dass wenn der Narzisst oder die Narzisstin bereits seine Next oder ihren Next hat, also schon wieder in einer festen Beziehung ist, zu diesem Zeitpunkt kommt plötzlich der Narzisst oder die Narzisstin zu dir zurück. Vielleicht hattet ihr zwischendurch eine Funkstelle oder ihr habt euch zumindest nicht gesehen oder öfter getroffen, sondern vielleicht nur mal geschrieben, im Höchstfall telefoniert. Aber dann, da ist die Neue und jetzt kommt er zurück. Und du bist bereit, das mitzuspielen. Und dann, ehe du dich versiehst, bist du plötzlich die sexuelle Affäre in der Beziehung von deiner Ex und seiner Nächsten, ihrem Nächsten. Zu diesem Zeitpunkt kommen ganz viele Klientinnen und Klienten zu mir und sagen, Katja, what the hell mache ich da? Ich bin nicht besser als damals die anderen auch in seinem Leben, die anderen Frauen, die sich dann immer noch mit ihm getroffen haben. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Warum kommt er zurück? Warum will er jetzt immer sexuellen Kontakt mit mir? Warum will er sich mit mir treffen? Ne? Warum lasse ich das überhaupt zu? Wir haben uns doch getrennt, weil wir uns nicht verstanden haben. Und damals habe ich die Affären sowas von gehasst und jetzt bin ich selber zu einer geworden. Da ist die innere Sabotage natürlich groß. Ich möchte, dass du verstehst, und ich hoffe, dieser Podcast hilft dir dabei, was da alles in dir abgeht. Zum einen ist es natürlich Balsam auf all unsere verletzten Wunden und jeder, der in einer toxischen Beziehung war, hatte viele Wunden davongetragen, weil er ständig das Gefühl hatte, eben nicht gut genug zu sein, nicht zu reichen, an allem schuld zu sein, zu viele Fehler begangen zu haben, einfach nicht richtig zu sein, um den Narzissten, diesmal genderneutral, nicht glücklich zu machen. Und so, wenn jetzt plötzlich der Narzisst zurückkommt, dann ist ja doch noch etwas Gutes an dir, oder? Dann kannst du doch gar nicht so schlecht sein. Und mal ganz ehrlich, wenn er gerade neu und frisch verliebt ist mit einer anderen zusammen und er dann zu dir zurückkommt, dann musst du doch besser sein als die, die er jetzt hat. Sonst würde er doch nicht zurückkommen. Und damit fühlst du dich aufgewertet. Und damit fühlst du dich bestätigt. Und das heilt diese schrecklichen Wunden in dir. Nur leider nur für den Moment. Denn langfristig geht er doch zu ihr zurück. Weil dieser Schmerz in dir aber so groß ist, tolerierst du das und wartest einfach wieder darauf, bis du wieder dran bist, bis er wieder zu dir kommt. Und in diesem Moment fühlst du dich einfach wundervoll und ganz großartig. Und
dadurch, dass du ja schon so viel Shit verqueres und ja, missbräuchliches Verhalten in der Beziehung mit dem Narzissten toleriert hast, ist es für dich auch gar nicht so ein großes Problem, es jetzt zu tolerieren, dass er, nachdem er bei dir war, zu seiner Freundin zurückkehrt. Merkst du, wie sehr der Narzisst dich verdreht hat und wie wenig du quasi deine eigenen Werte noch lebst, weil dieses Bedürfnis, Wunden in dir zu heilen und Schmerzen zu nehmen, viel, viel größer ist. Mir ist wichtig, dass du jetzt nicht anfängst, dich zu verurteilen oder womöglich noch dich zu schämen. Es hat ja alles seine Geschichte und seine Ursache. Und es ist doch nur zu verständlich, wenn man so kritisiert und abgewertet und schlecht behandelt wurde, dass dann, wenn ja, es quasi Zeit für Wiedergutmachung ist, wir das aufsaugen wie ein ausgetrockneter Schwamm, weil wir uns so sehr schon so lange danach sehnen. Das Problem ist natürlich, dass uns das in keinster Weise weiterhilft und dass es uns natürlich auf Dauer überhaupt nicht gut tut, dass wir quasi uns auch blockieren für vielleicht neue und gesunde Beziehungen und das ist eigentlich das Allerschlimmste, dass wir uns weiterhin vom Narzissten missbrauchen lassen. Denn ganz ehrlich, viel investiert der Narzisst nicht in dich, sondern meistens geht es nur um die sexuelle Befriedigung, um die kurze Nähe in deinem Arm und auch dann, danach geht er gleich wieder seiner Wege. Sicherlich ist er auch da, wenn du mal ein Problem hast und das telefonisch beschreibst oder mit ihm darüber redest, aber ein Mann an deiner Seite, so wie du dir das in einer Beziehung wünschen würdest oder eine Frau an deiner Seite, hast du ja mit ihm nicht. Du bist und bleibst eine Affäre. Das heißt, er benutzt dich, um sexuell befriedigt zu werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wieso wird er das in seiner Beziehung denn nicht? Doch, das wird er vielleicht sogar sehr gut. Aber wir wissen ja, dass der Narzisst immer viele narzisstische Zufuhrquellen braucht. Und dass der Narzisst manchmal von jetzt auf gleich eine große Distanz in seiner Beziehung einbauen muss, und man entfernt sich nun mal am schnellsten von seiner Freundin, indem man mit jemand anderem schläft. Und da sind natürlich althergebrachte Quellen etwas ganz Besonderes. Ganz schnell lässt es dort wieder vertraut, ganz schnell lässt du die Dinge zu, die Missbräuchlichkeit zu, weil du sie gewohnt bist. Und so weiß der Narzisst, er hat ein leichtes Spiel mit ehemaligen, ja, Quellen narzisstischer Zufuhr oder mit ehemaligen Partnern. Und jetzt überleg mal für dich selber, er hat recht, oder? Er hat ein leichtes Spiel und es fühlt sich gleich wieder schön und eng und vertraut an. Und zwar so schön und so eng und so vertraut, dass du das gar nicht missen möchtest. Gleichzeitig schämst du dich natürlich sofort, wenn der Narzisst gegangen ist. Und dann fängst du an, dich zu echauffieren und dich darüber aufzuregen, wie der das machen kann. Wie der jetzt zu der Next oder zu der Alten oder zu dem, zu der Alten, sag ich schon, oh je, fahren kann. Ja, also du regst dich darüber auf, dass der mit dir so, ja, wieder wertlos umgehen. Man könnte sagen, du bist die günstigste Prostituierte vielleicht für ihn, weil er holt sich Sex bei dir und muss noch nicht mal dafür bezahlen. Du gibst es ihm so frei Haus, in der Hoffnung, dass er deine Wunden wieder gut macht. Was ein leichtes Spiel für ihn. Mir ist wichtig,
dass du dir bewusst machst, dass diese Wunden, die der Narzisst in dir gerissen hat, die entsprechen nicht der Wahrheit, die waren nicht wahr, die sind nicht, das bist nicht du. Das, was er dir versucht hat, über dich zu erzählen, waren Ausbrüche, um sich von dir zu entfernen, weil er die Nähe nicht ertragen konnte, waren Manipulationstaktiken, um dich gefügig zu machen. All das, was er dir ins Hirn gepflanzt hat, sage ich mal, und wovon er dich überzeugt hat, waren Teil seiner Strategie, seiner Manipulationen und ja, seiner Konditionierungen, damit du für ihn gefügig gemacht wirst, dass er immer auf dich zurückgreifen kann, dass er dich immer missbrauchen kann und dass er dich immer so hat, wie er dich haben will und du dieses ganze missbräuchliche Verhalten von ihm über dich ergehen lässt. Bitte nimm dir heute einmal die Zeit und schreibe alle Sätze, die dich so tief verletzt haben, von denen du jetzt vielleicht selber überzeugt bist, weil er sie dir an den Kopf geworfen hat, auf. Und dann prüfe sie bitte für dich auf Richtigkeit. Und wenn du dir selber nicht sicher bist bei dem einen oder anderen Satz und denkst, mein Gott, da könnte er recht haben, dann geh bitte zu 5 Freunden und frage sie, ob sie das genauso sehen, ob sie dich genauso sehen. Und erst wenn 5 Freunde sagen, ja, da hat er recht gehabt, dann darfst du nochmal darüber nachdenken und gucken, wie du damit umgehst. Ich werde dir aber mit dir wetten, dass viele der Sätze, die du aufschreiben wirst, du ganz schnell überführen wirst als seine Manipulationstaktiken. Und jetzt, wo du raus bist aus dieser Beziehung, kannst du doch mit klarem Menschenverstand darauf schauen, was er damit bezwecken wollte. Und dass das mit dir überhaupt nichts zu tun hat. Und dann sind nämlich plötzlich die Wunden auch nicht mehr so schmerzhaft und nicht mehr so tief. Und dann bist du in der Lage und damit kommst du in die volle Verantwortung. Und das ist schön, weil du nämlich nicht mehr ohnmächtig von ihm abhängig bist, dass er dir beweist, dass du gut bist. Weil du nämlich dann verstehst, dass diese Schmerzen, die du in dir trägst, dir zwar zugefügt worden sind, aber überhaupt nicht wahr sind. Und dann kannst du dir wieder liebevoll begegnen und sie nach und nach loslassen. Du weißt, das Unterbewusstsein spielt uns so oft einen Streit. Und wenn du aus dieser missbräuchlichen Beziehung, Ex-Beziehung oder Affäre heraus möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dein Unterbewusstsein mitnimmst. Dass du versuchst, über Meditation eben dieses tiefe Unterbewusstsein und die Verbindung zu ihm oder zu ihr loszulösen. Auch wenn du kein Freund von Esoterik, Meditation oder spirituellem Leben bist, egal wie du es benennst, wir müssen unser Unterbewusstsein mitnehmen, ansonsten haben wir keine Chance, uns wirklich von solchen toxischen Menschen zu befreien. Hier kann dir mein Loslassprogramm, mein Release-Programm mit 24 Meditationen gute Hilfe und Unterstützung sein. Schau da bitte gerne mal auf meiner Homepage www.katjademming.com und lies dir genau durch. Selbst wenn du schon getrennt bist, kann das wirklich ein Trennungsprogramm noch für dich sein, weil du nämlich vielleicht im Unterbewusstsein noch nicht getrennt bist. Also vielleicht ist die räumliche Trennung schon da, aber nicht die von Herzen. Und ja, da schau auf jeden Fall mal rein. Ich habe so viele gute Erfolge damit erzielt bei vielen, vielen Klienten und Klientinnen. Und ich würde mich freuen, wenn auch du davon profitieren kommst und endlich da ankommst, wo du hin willst, nämlich frei zu sein, selbstbestimmt zu sein und ja, ein glücklich, liebevolles Leben leben zu dürfen. Eventuell an der Seite sogar eines Partners, der endlich richtig gut für dich sorgt und dir seine Liebe schenken kann. In diesem Sinne sorge du erstmal gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.